Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch eine Rezension und zwar ist es das Rezensionshörbuch Ein ganzes Leben lang von Rosie Welch. Dieses Hörbuch geht circa 10 Stunden und hier geht es um Emma und Leo oder doch Leo und sie sind beide glücklich verheiratet, sie haben ein kleines Häuschen und auch eine gemeinsame Tochter und so ein Hund, der komische Musik mag. Und ja, Emma ist Meeresbiologin und leidet unter Krebs. Und ja, sie hat dadurch halt Arzttermine ohne Ende. Und ja, und es ist halt auch noch nicht, steht noch nicht fest, ob sie den Krebs überlebt oder nicht. Und dann ist halt so, dass ihr Mann Memoiren über sie verfasst, weil ja erstens sein Job ist und zweitens sie eine bekannte Meeresbiologin ist, die ganz viele Fans hat und mega happy ist. Und ja, und so kommt er halt an, also sein Chef gibt ihn halt schon mal so den Hinweis, so ja, schreib, fang doch schon mal Memoiren an zu schreiben, ja, damit wir die dann veröffentlichen können, falls sie sterben sollte. Das ist nicht gerade unüblich, das machen viele Berühmtheiten. Ja, wenn sie wissen, es geht langsam bergabwärts, werden Memoiren schon mal über die geschrieben und dann hält man die halt so lange zurück, bis es halt dann soweit ist. Und ja, Leo kommt halt, ja, eine Menge Sachen auf, die er gar nicht so kannte von seiner Frau. Also er kannte sie so überhaupt nicht. Sehr viele Geheimnisse werden gelüftet und ja. Und das ist eigentlich so das Ganze, um was es sich dreht. Dieses Meeresbiologie, das kommt nur so am Rande ein bisschen. Also ist nicht so der Hauptfokus. Wird zwar öfters mal erwähnt und ja, dass sie halt auch studiert hat und aber sie hat halt eine Menge entweder verheimlicht oder schöner dargestellt, als es eigentlich ist. Und ja, am Anfang, muss ich ganz ehrlich zugeben, waren mir beide sehr sympathisch. Aber mit Hören und Hören ist, also mit weiter Hören und Hören, ist mir halt Leo irgendwie sympathischer geworden. Und ich kann Emma in bestimmten Punkten überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie so gehandelt hat, warum sie solche Geheimnisse hat. Und ja, aber ich fand das dann auch, dieses Drama war mir dann zu viel. Also da kam dann wirklich zu viel obendrauf und das Drama hat angefangen und hat man nochmal zugespitzt und nochmal ein Drama mit rein und oh, das war mir einfach zu viel. Deswegen habe ich der kompletten Geschichte 3 Sterne gegeben. Ja, das gibt es auch als Buch. Das ist der zweite Roman dieser Autorin. Also hier sieht man sie auch. Aber ich muss sagen, ich finde, das sind die 3 Sprecher. Genau, das sind die Sprecher. Und Aufmachung finde ich richtig, richtig hübsch, kann man nicht sagen. Hier ist auch nochmal der erste Band, also ihr erstes Buch gibt es auch inzwischen als Hörbuch. Und ja, also erster Teil ist Leo und Emma, zweiter Teil ist Emily und dritter Teil ist Emma. Und hier sind dann nochmal so ein paar Sachen zu den Sprechern, wer wen spricht. Und ich muss zugeben, ja, sie kann schreiben, aber ich finde, das ist so ein bisschen too much in meinen Augen. Ich versuche natürlich noch ihr anderes Buch, wie hieß es, gerade eben gesehen, schon wieder vergessen, ohne ein einziges Wort, werde ich mir natürlich auch noch von ihr lesen, weil das habe ich als Buch da und mal gucken, vielleicht gefällt mir es ja besser. Also bis jetzt, wenn nur das wäre, würde ich sie, ja. Ich weiß nicht, ob es meine Autorin für mich wird,
Also es ist schon liebevoll und aber ich finde, also wer dieses krasse Überdrama oder dieses Drama liebt und vielleicht ist es was für den. Ich mag so ein bisschen Drama, so, aber jetzt nicht in der Hinsicht. Also das war mir wirklich ein bisschen zu viel. Schaut auf jeden Fall unten in der Infobox rein, da verlinke ich euch das Hörbuch und das Buch. Da könnt ihr euch beides mal angucken, wie es bewertet wird. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.